Drei Minuten. Es muss keiner reden, der Herr Kollege Sensburg hat sich gemeldet und hat das Wort. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten uns natürlich zu Wort gemeldet, weil wir den Eindruck hatten, die AfD wollte zu dem Thema reden. Und dann ist es, glaube ich, guter Brauch, wenn man Rede und Gegenrede hat. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit für alle Fraktionen, so verstehe ich Sie jetzt, liebe Kollegin von der AfD, doch darzulegen, warum wir die Regelung zu 126a in der Geschäftsordnung verlängern. Was machen wir nämlich? Wir verlängern die Regelung, dass der Deutsche Bundestag beschlussfähig ist, wenn mindestens ein Viertel der Kolleginnen und Kollegen im Bundestag sind. Das führt dazu, dass wir die Abstandsregeln hier im Haus einhalten können, dass es uns möglich ist, an den Sitzungen teilzunehmen, aber doch die nötigen Voraussetzungen, was die Hygienemaßnahmen betreffen, einzuhalten. Das Gleiche gilt für die Ausschusssitzungen. Auch da haben wir die Regelung, dass Ausschüsse beschlussfähig sind, wenn mindestens ein Viertel der Ausschussmitglieder anwesend sind oder digital zugeschaltet sind. Das ist, glaube ich, auch eine gute Regelung, die wir bis Ende des Jahres verlängern. Und wir ermöglichen es auch, den Ausschussvorsitzenden im Umlaufverfahren Beschlüsse zu fassen, wenn das notwendig ist, wenn der Ausschuss dies so möchte. Letzten Endes ermöglichen wir Anhörungen auch im digitalen Version, nämlich als Stream, zu ermöglichen. Ich glaube, das ist auch eine gute Regelung, in heutigen Tagen diese Gegebenheiten, diese Voraussetzungen zu haben, um eben deutlich zu machen, wir tun all das, damit wir arbeitsfähig sind. Warum verlängern wir diese Regelungen? Weil wir noch nicht über den Berg sind mit Corona. Ich glaube, es ist ganz deutlich geworden in den letzten Wochen, dass es immer wieder Fälle gibt, dass es immer wieder sehr intensive Ausbrüche vor Ort gibt. Und da muss man nicht erst nach Garmisch-Partenkirchen denken. Und da hätte noch viel mehr passieren können, wie es jetzt scheint. Da wollen wir vermeiden, dass so etwas hier im Deutschen Bundestag passiert, dass wir arbeitsfähig bleiben. Weil stellen Sie sich vor, wir würden einen sehr intensiven Ausbruch mit vielen Fällen auch hier im Deutschen Bundestag haben. Das würde gegebenenfalls unsere Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen. Deswegen müssen wir alles dafür tun, dass wir arbeitsfähig bleiben. Und das sollen diese Regelungen uns ermöglichen. Wir tragen damit auch Verantwortung für uns alle, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus. Und alle anderen Behörden, Einrichtungen, Unternehmen in unserem Land machen das auch. Wir sind kein Einzelfall, also wir sollten uns da nicht aus der Verantwortung nehmen. Wir haben eine Vorbildfunktion gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern. Deswegen halten wir auch die nächsten Monate bis Ende des Jahres diese entsprechenden Hygienemaßnahmen ein. Und wir sehen es ja auch heute, die parlamentarische Arbeit funktioniert. Wir haben Plenarsitzungen, wir haben strittige Debatten, wir haben hitzige Debatten, die Ausschusssitzungen funktionieren, die vorbereitenden Sitzungen in Arbeitsgruppen, in Fraktionen und das funktioniert. Wir sind ein arbeitsfähiges Parlament und trotzdem berücksichtigen wir die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Und eigentlich nur meine Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Sie leugnen das Thema leider ein wenig. Ich sage ein wenig, weil ich gleich auch was Versöhnliches sage. Aber diejenigen, die es ignorieren, handeln unkollegial. Und nicht nur unkollegial gegenüber uns Abgeordneten, sondern auch gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mehr als 7.000 Menschen arbeiten hier. Und ich weiß auch, dass einige von Ihnen ja sehr vorbildlich auch Masken tragen. Geben Sie sich doch einen Ruck und machen es alle, auch damit die Institution Deutscher Bundestag arbeitsfähig bleibt, dass wir funktionieren. Das muss in aller Interesse sein. Ich hoffe auch in Ihrem Interesse. Alles andere wäre ja wirklich böse. Also geben Sie sich einen Ruck. Dankeschön. Vielen Dank.